Beschwingt schreitest du durch die belebten Straßen Berlins, umgeben von der knisternden Energie einer Stadt, die niemals zu schlafen scheint. Die Abendluft vibriert, wie immer, vor verlockenden Möglichkeiten. An jeder Ecke verspricht ein einladendes Abenteuer. Aufregung pur. Doch heute ist etwas anderes. Heute fühlst du dich, als stündest du auf der Schwelle zu etwas Neuem, etwas Einzigartigem. Du kannst es nicht genau definieren, doch dir steht zweifellos etwas Überwältigendes bevor. Als die Dämmerung die Stadt in weiches Licht taucht, stolperst du über ein Flugblatt. Als du genauer hinsiehst, scheint es, als wäre es ein Wink des Schicksals. Arbeit, leicht und gut bezahlt, verspricht es in großen Lettern. Ein Lächeln formt sich auf deinen Lippen. Ist sie das? Ist das die einmalige Gelegenheit, auf die du gewartet hast? Du machst dich sofort auf den Weg. Die Adresse führt dich in eine enge, schlecht beleuchtete Gasse, ganz in der Nähe des Schlesischen Bahnhofs. Eine Gegend, die nicht gerade den besten Ruf genießt. Schon bald hast du dein Ziel erreicht. Die Stille hier ist erdrückend, doch du schiebst deine Bedenken beiseite. Arbeit ist Arbeit, bestätigst du dir. Dann klopfst du zögerlich an. Ein Mann mittleren Alters öffnet dir, sein Lächeln einladend, trotz der fehlenden Zähne. Doch etwas in seinen Augen lässt dich kurz innehalten. Komm rein, schnarrt er. Und du folgst ihm durch einen kalten, leeren Flur, dessen Wände das Licht der vor sich hin flackernden Glühbirne an der Decke förmlich verschluckt. Die Tür hinter dir schließt sich mit einem leisen Klicken, das in der Stille unnatürlich laut erscheint. Mit jedem weiteren Schritt fühlst du, wie die Luft schwerer wird, fast als wolle sie dich umschlingen. Währenddessen beginnt der Mann vor dir über die Arbeit zu sprechen. Seine Stimme hat sich zu einem rauen Flüstern gewandelt. Er bleibt vor einer weiteren Tür stehen und hält sie für dich auf. Er schenkt dir ein breites, zahnloses Grinsen und deutet mit einem knorrigen Finger auf den Raum dahinter. Nach dir, Kleine! Völlige Dunkelheit wartet dort auf dich. Nur ein Bruchteil des kalten Fliesenbodens wird von dem spärlichen Licht der Flurlampe erleuchtet. Du weichst einen Schritt zurück, unsicher, ob es wirklich eine gute Idee ist, seiner Aufforderung zu folgen. Als ob du fühlst, dass dieser Schritt der eine Schritt zu viel wäre. Und dann, als wäre es ein letztes Aufbäumen ihrer Lebenskraft, erfüllt die Glühbirne mit einem grellen Blitz den Raum. Für einen Augenblick mit gleißendem Licht. Fast als wolle sie dir einen kurzen, gnadenlosen Einblick auf das gewähren, was dich erwarten soll. Dein Blick fällt auf den Boden und für einen Moment glaubst du, deinen Augen nicht trauen zu können. Blut. Überall Blut und Frauen reglos und in einer Art dargeboten, die keinen Zweifel an ihrem Schicksal zulässt. Das schreckliche Aufblitzen brennt sich förmlich in deine Netzhaut, als die Lampe erlischt und die Dunkelheit dich einhüllt, dich verschlingt. Und hast du Angst? Hallo meine lieben Freunde, die 10. Folge unseres True Crime Eisbergs führt uns heute wieder in die Tiefen der deutschen Kriminalgeschichte. Ein neuer Fall, ein neuer Abgrund, der sich vor uns auftut und uns die hässliche Fratze der Realität vor Augen führt, die wir oft nicht sehen oder nicht sehen wollen. Macht euch bereit, die Geschichte eines Mannes zu enthüllen, dessen Taten so schaurig sind, dass sie selbst die gruseligsten Märchen in den Schatten stellen können. Ihr denkt, die Geschichten der Brüder Grimm sind brutal? Ha! Wartet ab, bis ihr hört, was im Verborgenen unserer Hauptstadt geschehen ist. Denn der heutige Fall beweist, dass sich die Monster, vor denen wir uns als Kinder unter der Bettdecke versteckt haben, nicht nur in alten Büchern existieren. Es ist viel schlimmer. Sie leben unter uns. Getarnt hinter der Fassade des Alltäglichen. Und eine dieser Bestien, die lange unentdeckt für Angst und Schrecken sorgte, war Karl Großmann. Nun, ich sollte vielleicht erwähnen, dass die berühmten Kinder- und Hausmärchen ursprünglich ja gar nicht für Kinderohren gedacht waren. Ähnlich wie diese Geschichte. Tatsächlich waren sie so durchdrungen von Brutalität, dass sie trotz späterer Anpassung heutzutage wahrscheinlich eher selten als Gute-Nacht-Geschichten herhalten. Geschweige denn die ursprüngliche Version dieser Geschichten. Das hielt unsere Eltern damals allerdings nicht davon ab, uns diese Märchen eben trotzdem vorzulesen. Vielleicht kennt ihr ja auch das Märchen vom berüchtigten Blaubart, einem geheimnisvollen Adligen mit einer düsteren Vorliebe für das Verbotene. Sein Schloss, das verbarg ein sinistres Geheimnis, um es mal milde auszudrücken. Er hatte wortwörtlich Leichen im Keller. Behaltet diesen Hintergedanken im Kopf, denn der heutige Fall holt die blutige Essenz von Blaubarts Märchen in unsere reale Welt.
Habt ihr jetzt genug Mut gesammelt, um mit mir zusammen die Tür zu diesem verstörenden deutschen Kriminalfall aufzustoßen? Aber ich muss euch warnen. Was hinter dieser Tür liegt, das ist nichts für Warmduscher. Berlin, Anfang der 1920er Jahre, eine Stadt im Wandel und gekennzeichnet von den Nachwehen des Ersten Weltkriegs. Hier beginnt die Geschichte von Karl Großmann, einem Mann, der in den Schatten dieser schwierigen Zeit sein Unwesen trieb. Noch bevor Serienmörder wie Karl Denke, Peter Kürten und Fritz Hamann die Bühne der Kriminalgeschichte betreten konnten, hatte Großmann bereits eine Spur der Verwüstung hinterlassen. Seine Verbrechen markierten den düsteren Auftakt zu einer Reihe von Morden, die Deutschland zwischen 1918 und 1921 erschüttern sollten. Mit mindestens 23 offiziell bestätigten Opfern, ausschließlich Frauen, liegt die Dunkelziffer seiner Taten vermutlich sogar noch weit höher. Tatsächlich vermuten Experten, dass sich die Zahl der Opfer sogar im dreistelligen Bereich bewegen könnte. Es ist eben diese gigantische Opferzahl, durch die Großmann eine besondere Stellung einnimmt, verglichen mit den anderen Mördern. Die von der Wirtschaftskrise geplagte Weimarer Republik ebenfalls als ihre Spielwiese anzusehen schien. Ähnlich wie Hamann, der ein Talent dafür besaß, die Not anderer gerissen auszunutzen und mittellose Jungen und Männern sein Netz zu locken, fokussierte sich Großmann auf junge, verletzliche Frauen. Viele von ihnen waren nur Gelegenheitsprostituierte, die in der Metropole ihr Glück suchten. Arme Seelen am Rande der Gesellschaft, deren verzweifelte Lage sie zu leichten Zielen für die fleischgewordenen Ungeheuer ihrer Zeit machte. Sie wurden somit nicht nur Opfer eines brutalen Verbrechens, sie waren auch Opfer ihrer Zeit. Erinnert das nicht auch an die dunklen, von Smog und Nebel verhangenen Gassen Londons, wo der furchteinflößende Jack the Ripper ein halbes Jahrhundert zuvor sein Unwesen trieb? Heute gilt Friedrichshain als Hotspot für das gut betuchte Partyvolk. Doch die damaligen Zustände waren, gelinde gesagt, übel. Kriminelle, Zuhälter, Prostituierte, Obdachlose und andere gestrandete Gestalten prägten das Bild des Stadtteils, soweit das Auge reichte. Das Whitechapel Berlins, wenn man so will. Gerade der Schlesische Bahnhof, der heutige Ostbahnhof, war Dreh- und Angelpunkt jedweder Art von Kriminalität. Tagtäglich spülte er neue Menschen aus den umliegenden Provinzen in die Stadt, in der Hoffnung, hier ihr Glück zu finden. Doch für viele bot Ost-Berlin nicht das ersehnte neue Leben, das ist wie heutzutage auch, sondern es wurde zur Endstation ihrer Träume, auch so ein bisschen wie heute. Auch dank Ungeheuern wie Karl Großmann, jetzt nicht zurück zum Thema. Doch was trieb diesen Mann zu seinen grausamen Taten? Die Vermutung liegt nahe, dass es ähnliche Motive waren, die auch andere Serienmörder seiner Zeit antrieben. Macht und Kontrolle gepaart mit sexuellen Fantasien. Oder wie der bei Jack the Ripper vermutete Frauenhass. Doch wäre es nicht zu oberflächlich, Großmanns Handlung allein darauf zu reduzieren? Spielt vielleicht sogar die Gesellschaft, in der er lebte, eine Rolle? Eine Gesellschaft, die Gewalt und Verzweiflung zu ihren ständigen Begleitern zählte? Denkt mal darüber nach, während wir uns auf die Spur eines Mannes begeben, der die Schattenseiten der Weimarer Republik so gut kannte wie seine Westentasche. Es ist der 21. August 1921. Das Gefängnistor fällt geräuschvoll hinter Marie Nitsche ins Schloss. Doch sie weiß nicht, wohin sie nun gehen soll. Sie hat keine Bleibe, nur sich und das, was sie am Leib trägt. Ihr Weg führt sie schließlich Richtung Osten. Als sie den Schlesischen Bahnhof erreicht, fällt ihr das Laufen immer leichter. Die Dämmerung beginnt sich über die Stadt zu legen. In diesem Moment hört Marie Schritte hinter sich. Ein kleiner, älterer Mann läuft zielstrebig auf sie zu und schenkt ihr ein zahnloses Lächeln. Doch als der Mann, der sich als Karl vorstellt, wie beiläufig sein gefülltes Portemonnaie zückt und Marie in die Kneipe auf der anderen Straßenseite einlädt, stimmt sie zu. Er spendiert ihr einen Schnaps nach dem anderen, wird allerdings mit jedem weiteren aufdringlicher. Plötzlich zieht er sie zu sich und seine Finger wandern geschwind unter ihren Rock. Sie zuckt erst zusammen, doch der harte Alkohol, der ihren Rachen hinunterläuft, macht die Realität erträglicher. Es fühlt sich gut an, alles zu betäuben. Die Gedanken, die Gefühle. Sie nimmt kaum noch wahr, dass Karl dem Wirt einen weiteren Schein zusteckt und ihr auffordernd die Hand hinhält. Seine Wohnung sei nicht weit weg, sagt er. Sie weiß jedoch, was nun kommt. Denn so ist es immer. Bald ist es vorbei, denkt sie sich und lässt sich auf das Bett fallen. Er ist so schwindelig, sie kann kaum noch klar sehen. Nur für einen Moment schließt sie die Augen, versucht sich an einen Faden von Hoffnung zu klammern, dass dieser Abend bald ein Ende finden wird. Als sie wieder zu Bewusstsein kommt, hört sie, wie draußen vor der Tür jemand schreit. In diesem Moment ist die Welt um sie herum nicht mehr als eine ferne Erinnerung an das, was Leben hätte sein können, bevor alles für immer in Dunkelheit versinkt. Als die Polizei an diesem Nachmittag in die lange Straße 8889 gerufen wird, ist sie noch nicht bewusst, dass sie dort eine Szene vorfinden werden, die direkt aus einem Horrorfilm entsprungen sein könnte. Doch damit nicht genug, denn schnell wurde ihnen klar, dass Marie bei weitem
nicht das einzige Opfer war. Ich denke, es ist euch nicht entgangen, dass mit jedem behandelten Fall meine Frustration wächst. Und da spielt die Presse, die sich mit diesem Verbrechen befasst, keine unerhebliche Rolle. Denn wenig überraschend, dass die Presse jetzt nicht so viel Wert auf Faktentreue legte, sondern lieber ein publikumswirksames Narrativ erschuf, das sich gewinnbringend verkaufen ließ. Und genau mit diesem Thema hat sich die Historikerin Ann-Kathrin Kompisch in ihrer Dissertation Wüstling, Werwolf, Teufel – Medienbilder von Serienmördern in der deutschen Massenpresse 1918 bis 1945 auseinandergesetzt. Es ist ein passender Titel, wie ich finde. Dort nimmt sie sich nicht nur Hamann vor, sondern wirft auch ein Licht auf Großmann und die Art, wie die Medien seinerzeit über solche Fälle berichtet haben. Für alle, die tiefer in die Materie eintauchen wollen, ist das ein absoluter Lesetipp. Sie stellt vor allen Dingen eins klar. Die Presse verzichtete fast vollständig auf eine weiterführende Einordnung der Taten durch tiefergehende Analysen und beschränkte sich vielmehr auf die Interpretation der Vorgänge als Frauenmord, begangen von einem alten Wüstling an Prostituierten. Dass dies der Leserschaft ausreichte, zeigt, wie akzeptiert solch moralisierende Erklärung war. Dahinter standen Vorstellungen über Prostituierte als außerhalb der bürgerlichen Gesellschaft stehend, die quasi mit Ermordung rechnen mussten. Hier sehen wir das, was wir in den letzten Folgen schon vermutet hatten, nochmal schwarz auf weiß. Ich weiß nicht, wie es euch damit geht, meine Freunde. Mich macht es auf jeden Fall zutiefst betroffen. Aber gehen wir lieber weiter im Text, bevor wir uns jetzt hier zu sehr aufregen. Denn dieser Fall ist ein Meisterwerk der Undurchsichtigkeit und es liegt an uns, Licht ins Dunkel zu bringen. Im Sommer 1921 herrschte bereits seit 3 Jahren panische Angst. Besonders in der Gegend des Schlesischen Bahnhofs trauten sich die Frauen gar nicht mehr auf die Straße, sobald die Nacht hereingebrochen war. Denn zuletzt hatte man fast täglich zahlreiche Leichenteile im Engelbecken und im angrenzenden Luisenstädtischen Kanal gefunden. Weibliche Leichenteile, wohlgemerkt. Die Polizei ging davon aus, dass es sich mindestens um 23 Frauen handeln musste, die auf diese Weise ihr Ende gefunden hatten. Die Ermittler vermuteten, dass es sich um den gleichen Täter handeln musste. Doch fehlte ihnen ansonsten jede Spur. Sie tappten noch immer im Dunkeln. Ich sehe da ein Muster, ne, einer unheimlichen Ähnlichkeit zum Vorgehen Hamanns. Als das Ehepaar Itzig aus der Wohnung ihres Nachbarn die verzweifelten Schreie einer Frau hörten, alarmierten sie umgehend die Polizei. Dass ihnen damit endlich der große Durchbruch in diesem Fall gelingen würde, war den Ermittlern zu diesem Zeitpunkt allerdings nicht klar. Denn als sich Großmann trotz wiederholter Aufforderung weigerte, die Tür zu öffnen, da er schon längst schlafe, brachen die zwei Polizisten kurzerhand die Tür auf. Und dort wurden sie mit einem grauenhaften Anblick konfrontiert. Großmann, der nackt und voller Blut neben einer reglosen Frau stand, die ebenfalls unbekleidet in ihrem eigenen Blut auf dem Bett lag. Das meint man, wenn man sagt, dass man jemanden red-handed erwischt hat. Eindeutiger geht wohl nicht. Case closed, oder? Nicht ganz. Es folgte eine Wohnungsdurchsuchung und gleich eine doppelt grausige Entdeckung. Die Überreste der etwa 25 Jahre alten Elisabeth Bartel, die Anfang des Monats spurlos verschwunden war, und der 24-jährigen Johanna Sosnowski, die vermutlich 7 Tage zuvor in Großmanns Falle geraten war. Bei den Vernehmungen zeigte sich Großmann ähnlich verschlossen wie Kroll. Zwar gab er die 3 Morde zu, die ihn die Ermittler zweifelsfrei zur Last legen konnten, und zeitweise sprach er sogar von 5 Frauen, die er zu seinem persönlichen Vergnügen zu Tode gequält hatte, nur um die Aussage wenig später wieder zurückzunehmen. Den Ermittlern hingegen war nun klar, dass sie endlich den Mann gefasst hatten, der seit 3 Jahren im Osten der Stadt Jagd auf junge Frauen machte. Denn neben den 3 Frauen, die unmittelbar am Tatort gefunden wurden, und den 23 weiteren Leichen, die man bereits aus dem Luisenstädtischen Kanal und dem Engelbecken geborgen hatte, ging die Mordkommission von bis zu 100 betroffenen Frauen aus. Weitere Ermittlungen ergaben, dass Großmann einen Saufkumpan gegenüber im Suff von einer Berufung erzählt hatte. Ich arbeite nicht, morde nur die Leute und nehme ihnen das Geld weg. Ich bin schlechter von Beruf, schlachte aber kein Vieh, sondern nur Frauen. Sein Vorgehen war tatsächlich dabei immer das gleiche. Er lockte die Frauen, die am Bahnhof ihren Körper verkauften, mit Essen und Unterkunft und, was besonders verlockend war, mit der Aussicht, als Wirtschafterin für ihn zu arbeiten. Was danach aber wirklich in seiner Wohnung geschah, das muss ich euch jetzt nicht nochmal erklären. Doch nicht alle seine Opfer tötete er. Einigen Frauen gelang es, seine sadistischen Praktiken zu überleben. Und dennoch war sich Großmann sicher, dass keine von ihnen die Misshandlung melden würde. Und er sollte damit tatsächlich Recht behalten. Die Angst, als Prostituierte registriert zu werden und sich somit eine Rückkehr in ein normales Leben und eine ehrbare Existenz für immer zu verbauen, indem sie so einen Vorfall meldeten, ließ die Betroffenen Stillschweigen bewahren, zumal die meisten unter ihnen nur vorübergehend etwas Geld auf der Straße verdienen wollten, so wie Marie Nitsche, die eigentlich gelernte Köchin war. Die Presse hatte bald einen passenden Namen für Karl Großmann gefunden: die Bestie vom Schlesischen Bahnhof.
Das Gerücht, dass der gelernte Schlachter beigemischte Fleisch- und Wurstwaren in einem Wurststand am schlesischen Bahnhof verkauft habe, die ist allerdings nie bestätigt worden. Aber auch das Verkaufen von menschlichen Wurstwaren, auch diese Geschichte haben wir schon mal gehört. Aber es wundert mich, dass dieses Narrativ in Fällen wie diesem immer wieder bedient wird. Wie kommen die Leute darauf, immer wieder diesen kannibalistischen Aspekt zu erwarten? Schreibt es mir gerne unten in die Kommentare. Jetzt müssen wir aber noch die Frage klären, wie Karl Wilhelm Großmann zur Bestie wurde. Oder was meint ihr? Spoiler Alert, auch bei ihm hat sich schon in seiner Kindheit einiges angedeutet. Denn Großmann, geboren am 13. Dezember 1863 in Neuruppin, hielt es mit 16 Jahren zu Hause nicht mehr aus und er floh nach Berlin. Und Grund dafür war sein Vater, der wohl Alkoholiker war und seine Frau regelmäßig verprügelte. Doch anstatt der Mutter zu helfen, versteckte sich Karl mit seinen Brüdern meist unter der Bettdecke. Aber hier zeigte sich schon die erste Red Flag, meine Freunde, denn anstatt vor Angst zu zittern, Mitleid zu haben oder sowas, schien der Junge die Schreie seiner Mutter erregend zu finden. Fällt mir jetzt kein zynischer Spruch dazu ein. Zudem war er bei den anderen Kindern nicht sonderlich beliebt, was vor allen Dingen damit zusammenhing, dass er, ich sag's ganz unverblümt, furchtbar hässlich war. Ziegen waren seine einzigen Freunde. Und das nicht nur platonisch, wenn ihr versteht, was ich meine. Ich weiß nicht, ob da eine Red Flag reicht. Ironischerweise arbeitete Großmann nach 15 Jahren Gelegenheitsarbeit für kurze Zeit sogar als Schlachter. Im Jahr 1895 verschlug es Großmann schließlich in den Süden Deutschlands. Aber hier setzte sich die Abwärtsspirale so richtig in Bewegung, die erst mit der Festnahme am 21. August 1921 enden sollte. Denn zu dieser Zeit forderte er sein erstes Todesopfer. Im Jahr 1899 erhielt er vom Schwurgericht in Bayreuth 15 Jahre Zuchthaus. Er hatte ein 10-jähriges Mädchen unzüchtig berührt und an denselben Tag ein 4,5-jähriges Mädchen in Rosterweise vergewaltigt. Das Kind erlag nur kurze Zeit später seinen schweren Verletzungen. So lässt es sich aus der Anklageschrift vom 6. Juni 1922 entnehmen. Und das ist einfach so absurd, dass für den Totschlag eines kleinen Mädchens und den Missbrauch eines anderen lediglich 15 Jahre verhängt werden. Nach seiner Entlassung trieb es ihn 1914 wieder zurück nach Berlin, da er zu diesem Zeitpunkt zu alt war, um eingezogen zu werden. Schade, wäre er gefallen, dann hätte das vielen Menschen das Leben gerettet. Welche Ironie. Aber es kam, wie es kommen sollte. Ein Jahr nachdem ihn die Polizei auf frischer Tat ertappt hatte, begann der Prozess gegen Karl Großmann im Juli 1922. Besonders für die Hauptstadtblätter war die Verhandlung ein gefundenes Fressen. Sie schlachteten die grausamen Details der Geständnisse Großmanns und die Aussagen der über 20 Frauen schamlos aus, die die Misshandlung zum Glück überlebt hatten. 20! Nach einer psychologischen Evaluation durch den Psychiater und Prozessbegleiter Arthur Kronfeld wurde Großmann als schuldfähig eingestuft, was unter der Beweislast einem Schuldspruch gleichkam. Großmann allerdings beharrte darauf, diese Frauen hätten versucht, ihn zu bestehlen. Da sei er einfach ausgerastet. Doch noch bevor das Gericht das Todesurteil verhängen konnte, stahl Großmann sich feige selbst aus dem Leben und somit auch noch aus der Verantwortung. Dr. Kronfeld hielt diesen Zusammenhang in seiner Zeitschrift für Sexualwissenschaften einen Monat später fest. Wer der Verhandlung gegen Großmann folgte, hatte den Eindruck, dass die zur Anklage stehenden drei Fälle nur ein Bruchteil der Lustmorde gewesen sind, deren sich Großmann tatsächlich schuldig gemacht hat. Die Verhandlung wurde durch den Selbstmord des Angeklagten am Morgen des 5. Juli abgeschlossen. Nach dem abrupten Ende des Prozesses blieben jedoch viele Fragen unbeantwortet, besonders zum Leidwesen der Mordkommission. So beschwerte sich der zuständige Kriminalpolizist Ernst Gennert über die Entscheidung der Staatsanwaltschaft, die Großmann so schnell wie möglich vor Gericht bringen wollte. Hauptsache Kopf ab, er hat ja nur einen. 23 Morde bleiben ungeklärt. 23 Mal die Chance, dass Unschuldige in Verdacht geraten. Da Großmann zu diesem Zeitpunkt nur 3 der bis zu 100 vermuteten Morde gestanden hatte, konnten die noch ungelösten Fälle nicht weiter untersucht werden. So wurde seitens der Staatsanwaltschaft offensichtlich nicht nur in Kauf genommen, dass dieser armen Frauen der notwendige Respekt verwehrt wurde, ihre Fälle aufzuklären und ihnen Gerechtigkeit zukommen zu lassen, sondern auch, was Gennert angesprochen hatte, dass in Zukunft möglicherweise unschuldige Menschen für Großmanns Verbrechen verantwortlich gemacht würden. Und dass das nicht einfach nur so dahergesagt war, das haben wir bereits gesehen. Meine lieben Freunde, dieser Fall ist ähnlich frustrierend wie der Hamanns, wenn ihr mich fragt. Nach einem Zwischenstopp hinter Gittern war Großmann nach nur 15 Jahren wieder auf freiem Fuß. Wieso wird die Gefährlichkeit solcher Individuen so drastisch unterschätzt? Und auch die Nachbarn haben das alles unterschätzt. Zwar wurde hin und wieder die Polizei gerufen, wenn es in Großmanns Wohnung wieder heiß herging, doch scheinbar sind die Eheleute Itzig nie auf die Idee gekommen, einmal beim Nachbarn selbst vorbeizuschauen. Na,
Geht es dir gut, vor allen Dingen deiner Begleitung? Vielmehr bewunderten sie den 57-Jährigen, der regelmäßig junge Frauen mit nach Hause nahm. Ein Paradebeispiel für die Einstellung der damaligen Gesellschaft, die entweder zu sehr mit sich selbst beschäftigt war oder es vorzog, die Augen vor der unangenehmen und manchmal sehr, sehr grässlichen Wahrheit zu verschließen. Ein bisschen mehr Aufmerksamkeit und weniger Zögern hätte hier durchaus Wunder bewirken können. Verrückt. Ich weiß, meine Freunde. Dafür hat wie gewöhnlich die Presse besonders gut hingesehen und jedes noch so schaurige Detail für ihre Leser auf die geschmackloseste Art und Weise angerichtet. Aber schade, sie haben sehr, sehr schnell das Interesse verloren, nachdem Großmann sich selbst das Leben genommen hatte. Diese Tatsache war dann wohl keine Schlagzeile mehr wert. Der Versuch, das Motiv hinter Karl Großmanns Verbrechen zu verstehen, führt uns wohl oder übel zu den tiefen, verworrenen Pfaden seiner Psyche. Schnell kommen uns die üblichen Verdächtigen in den Sinn. Wie ein unstillbares Verlangen nach Macht und Kontrolle, besonders im sexuellen Kontext. Motive, die oft im Zentrum dieser grausamen Taten stehen. Aber greifen diese Erklärungen vielleicht zu kurz, wenn wir versuchen, das wahre Ausmaß von Großmanns Handlungen zu begreifen? Betrachten wir die Zeit, in der er lebt. Geprägt von Gewalt, Verzweiflung und einem tiefgreifenden gesellschaftlichen Zerfall. Könnte man argumentieren, dass Großmanns Grausamkeiten nicht nur Ausdruck seiner persönlichen Verderbtheit waren, sondern auch ein Spiegelbild der zerrissenen Gesellschaft der Weimarer Republik. Einer Gesellschaft, in der Gewalt und Verzweiflung zu den alltäglichen Begleitern gehörten. Natürlich auch die gesellschaftliche Situation von Frauen, die ihren Körper verkaufen mussten, wie die Gesellschaft mit ihnen umging und eben nicht die Möglichkeit offen ließ, dass sie über das sprachen, was ihnen zugestoßen ist. Um die Motive solcher abscheulicher Taten vollständig verstehen zu können, müssen wir uns von vereinfachenden Erklärungen lösen. Ja, die schnelle Annahme, es würde sich um Lustmorde handeln oder dass ein tiefer wurzelter Frauenhass der Hauptantrieb sei, das scheint lediglich an der Oberfläche zu kratzen und in die komplexe Struktur der Psyche eines Täters wie Großmann zu erfassen. Zweifellos spielen diese Elemente eine Rolle in dem, was Großmann zu einem der schrecklichsten Serienmörder seiner Zeit machte. Zumal wir nicht vergessen dürfen, dass er scheinbar schon als Junge die Schreie der Mutter etwas zu sehr genossen hat. Das hat sich bis zum Schluss in Großmanns Verhalten widergespiegelt. Doch die Annahme, es könnte ein noch tieferer, bislang unerforschter Aspekt in seiner Psyche liegen, der öffnet neue Perspektiven. In den Gassen Berlins verbarg sich ein Mann, dessen Taten so verstörend waren, dass sie noch heute für Entsetzen sorgen. So viele unschuldige Frauen und Mädchen, die ihm zum Opfer fielen. Das gesamte Ausmaß seiner Verbrechen, das können wir kaum erahnen. Karl Großmann, ein Name, der zwar nicht an die Bekanntheit anderer Serienmörder seiner Zeit heranreicht, aber dennoch zeigt, dass die wahren Bestien und Ungeheuer nicht in den Seiten vergibter Märchenbücher lauern. Er zwingt uns, die tiefen psychologischen und gesellschaftlichen Brüche jener Zeit zu erkennen, zu ergründen, zu verstehen. Die Opfer, oft junge Frauen auf der Suche nach einem besseren Leben, wurden zu tragischen Zeugen einer Epoche, in der das Chaos der Nachkriegszeit den perfekten Nährboden für solche Taten bot. So, ich denke, das reicht für heute. Und wenn ihr wissen wollt, warum ich absolut keine Lust mehr auf Sleepover-Partys habe, dann müsst ihr beim nächsten Mal einschalten. Ich hoffe, ihr fandet den Deep Dive in die 10. Folge des True Crime Formats genauso spannend wie ich. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit, eure Zeit, das Interesse. Bewertet gerne das Video, teilt es mit euren Freunden und lasst hier ein Abo da. Bis denne. Tschüssikowski.